Und noch eine Farbe, die finde ich jetzt schwarz-gelb, das ist mir zu Borussia Dortmund. Nix gegen Borussia Dortmund. Nein, ich habe nichts gegen den Verein, die den Gladbachern immer die Trainer wegnehmen. Ja, ich habe gehört, 2023 wird Xavi Alonso vielleicht neuer Trainer bei Dortmund? Nee, bei Gladbach. Ach so, ja, okay. 2023, ja. Wollten sie? Nein, das ist. Achso, das ist das, was wir ganz am Anfang haben. Ja. Ich bin ja ein Bremer, aber ich bin kein Werder Bremen-Fan. Also, natürlich hasse ich den Verein nicht. Aber in der Bundesliga, mein Lieblingsverein ist immer noch der Sportclub. Ich weiß nicht warum. Ich fand einfach damals, als sie aufgestiegen sind, Volker Fink fand ich tierisch sympathisch. Und jetzt auch Christian Streich ist auch einfach als Trainer, finde ich mega sympathisch. Ja. Deswegen, und das werde ich auch, wenn wir dann irgendwann Anschluss 3 spielen. Nee, nicht Anschluss 3. 4. Das neue Anstoß. Nee, 4 auch nicht. 4 gab's. Echt? Ja. Nein, oh, Fehler wurden. Das kann sein. Also, ich habe da noch ein bisschen Probleme, die Tiefe richtig einzuschätzen, wo ich jetzt genau bin. Ja, sieht wieder nicht gut aus. Okay, also hier sind, glaube ich, wenn du auf so einen Knopf hier kommst, dann sorgt das, glaube ich, dafür, dass Aua. Ich glaube, dann werden Sachen aus der Mitte geschossen. Genau. Oder hier hinten ändern sich dann zum Beispiel die Tore, die offen sind. Ich bin unfähig. Ich probiere es jetzt diesmal anders. Ach du Arschloch! Ich probiere jetzt hinten über die Flipper hochzukommen. Das klappt gerade nicht, dann laufe ich doch einfach. Jetzt war ich unfähig wieder. Mann. Ach geil, in diesen Dingern, das habe ich vorher noch nicht bemerkt, da passt sich ja sogar selbst die Musik an. In den blauen Kästen. Qualifiziert! Beim SSV Böbling. Okay. Das ist irgendwo, glaube ich, entweder in das ist, glaube ich, entweder in Baden-Württemberg oder in Bayern. Aber es gibt ja, es soll ja irgendwann ein neues Anschluss rauskommen, der soll ja auch einen Online-Modus haben. Es kann dann sein, dass wir den auch spielen werden. Oh, das war gut. Ja. Sehr schön. Das heißt, du musst dann einfach, wenn du beim Flipper in der Luft bist, musst du dich einfach so ein bisschen steuern, dass du möglichst links oder rechts orientieren, dass du auf dem neuen landest. Ja, du hast das richtig gut gemacht. Ne? Du bist gleich sozusagen von ganz unten nach oben auf den. Ja, aber. Ja. Gut, habe ich das Level auch geschafft? Ja, ist doch gut. Da kannst du auch nicht rausfliegen. Ich meine, es ist das erste Level. Das geht eigentlich nicht. Ja, habe ich schon wieder verdrängt. Oh, ich hasse das, ne, wenn so Spiele so tägliche Quests haben, ne? Sowas sorgt dann immer dafür, dass ich die Spiele auch täglich spiele gerne. Kacke, wenn so eine Spielmechanik funktioniert. Oh, ich hoffe, das gibt's bei Mad Game Tycoon auch noch. Tägliche Quests als Game Feature. Ich glaube auch. Ja, wer weiß. Also ich bin im Stream jetzt im Jahr, ich glaube 2009, 2010. Oh, ich bin zu weit rechts. Oh, ich hasse diesen dritten Abschnitt. Oh. Also eigentlich darf ich es nicht mehr schaffen.
Ja, naja, jetzt werde ich es auch nicht mehr schaffen können, glaube ich. Also jetzt dürfte ich echt zu weit hinten sein. Shadow gibt alles. Ich habe es immer schon einmal ins Finale geschafft. Ja, ich bin natürlich durch. Na, ich glaube, es sieht bei mir jetzt auch gar nicht mal so schlecht aus, weil so viele Leute sehe ich vor mir gerade gar nicht. Nein, ich habe nicht aufgepasst, das Ja, jetzt war's. hast du es nicht mehr verdient und jetzt wirst du es, glaube ich, auch nicht mehr schaffen. Ja, aber auch nicht verdient. Ja. Da stimme ich dir zu. Tschüss. Tschüss. Winke, winke. Ein Schluck Tee. Gut, mal schauen, ob ich diesmal ins Ziel komme. Ja, komm, du hattest jetzt zwei Chancen, dich an das Level zu gewöhnen. Du Ich bin der kennst alle Bacon. Elemente im Level. Aber wie ich uns kenne, werden wir das Ding morgen Abend wahrscheinlich dann auch wieder ohne oder vielleicht mit Aufnahme spielen. Einfach weil gerade neue Season, gerade wenn du jetzt sozusagen diesen Modus machen kannst, nur neue Spiele, das finde ich dann ja immer spannend. Um einfach die ganzen Sachen auszuprobieren. Ja, da hättest du zur Seite gehen. Ja, nicht so spät zur Seite gehen müssen. Ja, bin auch durchgekommen. Alles gut. Ja. Also ich glaube, hier ist es beim ersten Mal vielleicht sogar noch halbwegs clever, oben rum zu gehen. Aber ich glaube, in der zweiten Runde sollte man da mal unten lang gehen, vor allem falls du jemand hast, der vor dir vorläuft, der da den Weg unten rum sozusagen kennt. Ich fahre noch eine Runde. Scheiße. Ficken! Ich entschuldige mich. Alles gut. Dieser Stream richtet sich nicht speziell an Kinder, auch wenn es vielleicht von der Grafik her so aussieht. Das Spiel ist ja doch eher. Sehr gewalttätig. Oh, ich werde es wieder nicht schaffen. Ich werde. Ja, Oh. 23. Aber ich glaube, du warst wieder einen Schritt näher als beim letzten Mal. Nee, ich glaube, beim letzten Mal war ich weiter. Ich wollte dich gerade einfach nur motivieren und dann. Nee, will ich nicht. Oh, 1000 Kudos. Sehr nett. Ich habe Jetzt eine kann ich nochmal in meinem Sonneneruption. Shop gucken. Frosch am Halsbott. Sieht er gut aus? Ich weiß noch nicht. Okay, ist die Frage, machen wir nochmal die gleiche Schauauswahl oder machen wir sonst einmal Twitch Rivals? Ja, dann mach doch mal Wild-Wild-Dingsbums. Ja. Das sind dann halt, also scheinbar gibt es da bei Twitch irgendein Ding, aber Twitch, ich meine, das ist Also ja du was hast für jetzt, die glaube ich, jungen mehrere Menschen. Shows aktivieren. Es könnte also sein, dass wir Ach so, das ja. Neue bekommen. Ja, das stimmt. Entschuldigung, ja, das war natürlich gerade mein Fehler. Aber es ist wieder die gleiche Titelmelodie, aber halt jetzt spacig abgemischt. Aber es ist Twitch Rivals. Ja, und da hatte ich, wie gesagt, nicht. Was war es jetzt nochmal, hast du gesagt? Ich glaube, da gibt es einfach bei Twitch jetzt den nächsten Wettbewerb, wo vermutlich irgendwelche bekannten Streamer gegeneinander antreten und das sind einfach die Spiele, die da gespielt werden. Also ich vermute, das spielen wir eine, maximal zwei Runden, weil das dürften wahrscheinlich dann halt viele der bekannten Standardlevel sein.
Ah, guck, das Spiel beginnt in 0 Sekunden und wir sammeln noch weiter Leute. Sehr schön. Gut, spielen wir wieder Flipper. Wolkenrennen. Ich finde ja eher, das hätten die so, ja, wie heißen die? Bei Super Mario Kart, da gibt es doch diese hammerharten Rennkurse. Wie war das? Regenbogenstrecke und Regenbogenstrecke, ja, genau. Ich finde, das hätten sie auch hier auch halb Regenbogenrennen. Da hätten sie ja sogar Regenbogen im Ladescreen. Also. Da. Auch beim Rüberfliegen sieht man den. Wieder eine Chance nicht genutzt. Ja, vielleicht sollst du dich bei denen bewerben und dann gute Level entwerfen. Nee, es geht ja nur um den Levelnamen. Und das kann ja auch zur Not immer sein, dass es einfach nur eine Übersetzung nicht so rüberkommt. Weil ja, glaube ich, auch unser Lieblingslevel aus der letzten Season heißt ja auch, glaube ich, eigentlich OnlyFans. Und nur für Fans ist dann ja. Ja, ne, es gibt halt Sachen, die übersetzen sich. Scheiße. Die lassen sich dann manchmal. Ja. Ja, die verlieren halt ein bisschen durch die Übersetzung. Ich riskiere hier aber zu viel. Ich will halt auf so wenig Knöpfe wie möglich, aber dann kann man gerne mal abrutschen. Scheiße. Ba da 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 di da da. Nein! Da. Oh, Gott sei Dank. Wie die da. Ich hatte gerade noch den Dingspunkt erreicht und musste diese Kack-Laser-Variante nicht nochmal machen. Ach so, eigentlich wollte ich ja diesmal den Schlipper hochgehen. Ja, gut. Dann halt beim nächsten Mal. Ach da, die Among Us-Figuren. Ja, Hattest du gesagt, ja, die kriegt man im Laufe der Season? Ja. Ja, also da könnte ich mir halt auch vorstellen, dadurch, dass die zu Epic gehören, werden da in der nächsten Zeit sicherlich. Ich stelle mich gerade extrem doof an, ja, leider. Ich frage mich halt die ganze Zeit, warum gehst du nicht am Rand hoch? Das ist einfacher. Und man hat ja beim Zugucken beim anderen Dach immer noch mal ganz gern so ein bisschen so ein kleines Lag. Und da frage ich mich, ob das eventuell das ist. Oder ob du wirklich so schlecht spielst. Nee, ich will nur gerne zuschauen. Ah ja. Das ist entspannter. Zu gewalthaltig ist. Ja, und dann bin ich jetzt immer gespannt, was wir als zweiten Level bei Twitch Rivals kriegen. Also wenn es jetzt auch weiterhin die gleichen Levels sind, dann könnten wir uns dann doch recht zügig den nächsten Modus angucken und sobald wir das dann gemacht haben, einfach zwischen allen dreien random spielen. Und dann das Spiel deinstallieren. Weil wir haben es ja durch. Wir haben es ja durch, ja. Gibt ja keine Herausforderung. Durch hätte ich es gehabt, hätte ich weggehext gewonnen. Dann hätte ich sagen können, gut, Season vorbei. Eine Leute, die in der dritten Season Level 40 erreicht haben, ne, die... Ja, das war aber auch echt ein bisschen einfach. Gefühl. Ah, schön. Hindernisrennen. Was klassisches. Ja. Mal gucken. Sieht jetzt auch aus, als hätten sie hier nicht nochmal was geändert. Hinten die Hammer, die Kugeln. Da könnten sie jetzt natürlich auch irgendwie noch zwischendurch so Laserstrahlen. Na, ich finde, die Elemente sollten schon eigentlich immer zum Level an sich passen. Weil das ist doch dann eigentlich cool, wenn du da einfach zwischendurch immer so ganz unterschiedliche Level hast und so. Sagt ihr, heute sind natürlich die neuen Level auch cool, weil sie neu sind. Aber sonst ist es ja auch immer ganz schön, wenn man da sieht, ah cool, den Level kenne ich noch. Oh, da hast du ja aber schlank gemacht. Ja. Ah, okay. Ja, okay. Jetzt verstehe ich, warum der eine gerade zurückgelaufen ist, weil er dachte, wenn er sich von der Kugel. Ja, lauf doch weiter, bleib doch nicht stehen, ihr Idioten. Du bist irgendwie im Stau. Ja. Aber war ja kein Problem. Easy, als 28. qualifiziert.
Okay, also ich glaube, diesen Twitch Rivals können wir gleich ausmachen, weil das ist jetzt vermutlich einfach ein Mix aus normalen und diesen speziellen Leveln. Also es ist einfach ein Mix. Ja. Nur, dass wahrscheinlich halt die Level mehr oder weniger festgelegt sind und das Gewisse dann vielleicht nicht rankommen. Ich hoffe, Mauernkletter kommt nicht dran. Ich hoffe ja wirklich, dass es noch ein anderes für ein spezielles Final-Level gibt, dass das so ein Zufall war, dass der weggehext kam. Ja. Was mich eigentlich aber wundern würde, weil hätte es ein spezielles Final-Level gegeben, hätten wir es eigentlich sehen müssen bei der Playlist. Oh geil, Schleimkraxler, yes. Mal kurz gucken. In der letzten Season gab es ja im Schleimkraxler noch eine Änderung und das ist der Standard-Schleimkraxler. Ja, quasi er ist schwieriger. Ja. Also ich finde die Varianten einfacher, weil da nicht die Schieber aus der Wand kommen. Genau. Und du genau, nur die Plattform umgehen musst. Sprungfelder. Wobei halt in den Varianten ganz gerne hinten als letztes dann halt mal die Noppenrolle ist, ne? Die auch jetzt nicht so einfach ist. Die Noppenrolle, an der muss man auch erstmal vorbeikommen. Ja. Und ich merke gerade, ich sollte mich vielleicht nach diesem Level nochmal wieder umziehen, weil es sind einfach zu viele, die gerade so aussehen wie ich. Ne? Warte ich dann einfach eine Woche, dann könnte ich das hier wieder ganz bequem anziehen. Scheiße. Ja Raketen gibt es nicht so viele, erstaunlicherweise. Ja, die kosten halt auch Kronen. Und ich kann mir immer noch vorstellen, viele geben die Kronen nicht unbedingt so aus. Ja, ich schmeiß die Kronen mit Obwohl vollen grade, Händen raus. Nein, aber gerade zu Beginn der Season kann man sie ja eigentlich halbwegs auch mal wieder noch mal ein paar ausgeben, weil du kriegst ja häufig mit den ersten Leveln, ne? Ich meine, mit Level 2 haben wir, glaube ich, unsere erste Krone gekriegt. Ja. Ne? Ah, super, ey, weil ihr euch da festhaltet, ihr kleinen... Oh! Pimmelkinder, sag's. Nein, ich wollte es nicht sagen in meinem Stream. Dann sag ich's in deinem Stream. Ja. Dafür hast du mich ja. Ja. Oh, da ist aber ein ganz wilder Hammer. Ja, der ist echt. Der ist auf Speed. Hui! Oh. Alles unter Kontrolle. Ja, alles unter Kontrolle. Es war so berechnet, aber ich bin halt schlecht in Mathe. Hast du so eine schöne Disco-Kugel vor dir gehabt. Jetzt nicht mehr. Nicht runterfallen. Nein. Ja. Nein. Ja, alles gut. Es gibt ja nichts zu sehen. Gehen Sie bitte weiter. Hätte er noch vom Ziel stehen bleiben und winken können. Da ist keine Einwendung wie viele, ne? Also anscheinend ist es alle, die es schaffen, die schaffen es. Du kannst also nicht zu spät kommen. Guck mal, die haben Spaß, ja. Naja, also in diesem Level weiß... Ah, guck, da jetzt kommt doch die Zeitbegrenzung. Aber ich meine, in diesem Level hast du ja mehr oder weniger eine automatische Zeitbegrenzung, weil ich glaube, nur das letzte Stück... Ich glaube, versinkt nicht aber alles im Schlag. Ja, aber es gibt keine Teilnehmerbegrenzung. Also alle, die es nach oben schaffen in der Zeit, die... Ja. Ich denke halt auch, aber die Endzeit, die überschneidet sich mit dem Schleimanstieg. Ja. Ja, aber wie gesagt, also nach dieser Runde, glaube ich, können wir dann uns den nächsten Modus angucken. Ah, Blockparty magst du auch. Einfach in den Random... Ja, Blockparty ist ein... Also bisher muss ich eigentlich sagen, das ist eine gute Spielerauswahl. Also wirklich. Es ist eine gute Auswahl aus der ersten und der aktuellen Season bisher. Kam nicht nur eins aus der neuen Season? Ja. Aber den Level habe ich geschafft, deswegen ist es eine gute Auswahl. Ja. Oh komm, denk dran, immer schön winken und salutieren. Ach so, ja. Und so wenig wie möglich bewegen. Ja, das ist was ich in Corona perfektioniert habe. So wenig wie möglich bewegen. Als Schreibtischtäter. Da wird sicherlich wieder ein Backhex-Finale, weil wir sind, glaube ich, mit 20 und das hier ist die vierte Runde. Ich meine, vielleicht haben sie ja noch irgendwas geändert und es fliegen gleich noch ganz viele raus, aber meistens kommen ja doch die Leute recht weit. Also recht viele recht weit. Ja, ich schaue gerade mal nach hinten, ob da jetzt ob so Leute runterfallen. Ja, vor allem es wird ja auch gerade aktuell nicht festgehalten, großartig und so. Ich glaube, hinten ist einer rausgefallen. Ja. Steht auch oben. Rechts stand er gerade eben kurz da.
Ja, ich muss mir echt nach der Runde mal umziehen. Vorsicht. Fehlerwunden gemacht. Ja, Fehlerwunden, aber... Oh, 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 oh. Ja. Ja, schade. Ja, Steffen, bei diesem Spiel, da muss man einfach ab und zu sich über die anderen auslassen. Highbot. Ja, gerade noch nicht. Und ich spare auf die nächste Krone. Sehr schön. Dann lass mich doch mal eben kurz gucken. Ich vermute, das sind Kronensplitter, die du da kriegst. Und wahrscheinlich, wenn du genug Kronensplitter hast. Ah. Ja, vielleicht so. Ja, ja, könnte sein. Ja gut, ich muss mich mal eben einmal umziehen. Und willst du dann mal, sollen wir dann mal Truppshow-Dingsbums probieren? Ja. Ich finde es schade, dass die neuen Sachen nicht nach Season sortiert sind. Weißt du, dass du quasi sehen könntest, das habe ich jetzt neu bekommen. Weil da habe ich jetzt schon einen Überblick verloren, was neu ist. So, Schauauswahl, Hauptprogramm aus, Twitch Rivals aus, Truppschau. Ich glaube, das gab kostenlos dafür, dass man jetzt in der Season dabei ist. Ah, das ist aber nicht neu. Okay, habe ich früher nie gesehen. Passt aber, finde ich, vom Stil. Ja. Also es kommt mir zumindest so bekannt vor. Ich hatte es noch nie gesehen. Ja, mal gucken. Also meine Vermutung ist jetzt, wir suchen jetzt nach vermutlich Freunden. Ein paar von weiteren Spielen. Ja. Also kriegen entweder zwei Einzel- oder auch nochmal ein Zweier-Team dazu. Und da ist natürlich immer die Frage, spielt man dann jetzt gegen Vierer-Teams, die untereinander kommunizieren können, oder spielt man jetzt auch nur gegen solche zusammengesetzten Teams? Ja, oder quasi, wenn es können auch so Rennen sein und die Punkte von aus dem Team werden addiert und dann wird geguckt, welche Teams insgesamt, also wenn, was weiß ich, in einem Team die ersten drei Plätze, dann ist es wahrscheinlich sogar egal, wenn der andere... Ja. Gar nicht ankommt. Ja, genau. Dass es halt nichts bringt, wenn der schnellste Erster wird, aber die restlichen drei dann sozusagen die letzten. Okay. Ja, dann vermute ich mal, dass irgendwie ja auch addiert wird. Ja, gut. Das sehen wir dann am Ende des Levels und ich sage einfach erstmal viel Glück. Dann ist ja eigentlich ein Kackmodus. Du bist ja noch viel mehr auf die anderen angewiesen. Und darfst deine Freunde nicht rausschubsen. Ah, Truppposition. Ah, aber guck, die werden angezeigt. Qualifikation bringt Punkte, so wie ich es vermutet habe, ja. Ja. Gut, dann bin ich schon mal... Oh, das ist jetzt ganz scheiße. Bin beim Runterfallen in der Mitte gegen was gefallen und habe dann länger gebraucht, um zu respawnen. Und ich bin gerade schlecht. Ich entschuldige mich bei meinem Trupp. Ich bin echt Nein. schlecht. Oh, ich bin im dritten Abschnitt und ich hab's beim letzten verkackt. Ja, aktuell ist unser Trupp auf 12. Position. Wie gesagt, das hat jetzt vermutlich noch nichts zu sagen. Scheiße. Scheiße. Ich bin auch bisher der Einzige aus unserem Team, der im Ziel ist. Ich bin so schlecht. Okay, aber dann ist der Modus jetzt auch nicht unbedingt was ich unbedingt spielen muss. Also, ja,
Das ist sicherlich schön, wenn man wirklich zu viert ist. Ja, aber spielt, wir können jetzt quasi gar nicht mehr. Ja, wir müssten noch 3 Plätze nach vorne rutschen mit dem Team. Ja, was halt nicht mehr möglich sein wird innerhalb der Zeit. Ja. Ja, gut, haben wir uns auf jeden Fall angeguckt. Eine Runde wird jetzt gleich. Okay, eine Runde noch? Ja. Ja, okay. Dann gehe ich aber erstmal einmal ins Hauptmenü.